Hi, mein Name ist Katrin, ich bin 32 und Ärztin von Beruf. Ich habe 2008 das erste Mal an einer Juniorenweltmeisterschaft im Rudern teilgenommen. Dort haben wir Bronze geholt und 2012 und 2016 war ich bei den Olympischen Spielen auch im Rudern. Dort sind wir Siebte und Achte geworden. Ich habe 2016 aufgehört zu rudern nach den Olympischen Spielen, weil ich eigentlich für mich gedacht habe, dass ich alles erreicht habe, was ich hätte erreichen können und nicht das Gefühl hatte, dass da noch viel mehr kommen wird. Im September 2021 hatte ich dann den Schlaganfall und genau, das war zwischen den Nachtdiensten. Also ich hatte eben in der Woche 4 Nachtdienste hintereinander und wollte halt tagsüber ein bisschen Sport machen einfach. Bin auf mein Fahrrad gestiegen, ich habe so ein Peloton-Bike zu Hause und habe dann irgendwann plötzlich gemerkt, dass irgendwas komisch ist. Mein linkes Bein war plötzlich taub, meine linke Seite eigentlich komplett war taub, auch Arm, Oberkörper, alles. Ich wollte dann den Kurs beenden auf dem Display und konnte einfach das Display nicht mehr erkennen. Also irgendwie habe ich total wenig nur noch gesehen. Eigentlich wusste ich direkt, was los ist. Als Ärztin kennt man das einfach. Ich habe auch schon viele Patienten gesehen, die einen Schlaganfall hatten. Aber bei sich selbst glaubt man das einfach nicht. Also vor allem nicht mit 30 Jahren damals. Ja, time is brain. Und dann habe ich halt nach einer Stunde irgendwann den Rettungswagen gerufen und gesagt, dass da jetzt jemand kommen muss, weil ich wahrscheinlich einen Schlaganfall hatte. In der Notaufnahme wurde ich dann da ins MRT geschoben und dann liegt man da erstmal 20 Minuten und muss halt ganz still halten und dann wurde ich wieder rausgeschoben und dann kam direkt die Ärztin irgendwie zu mir und meinte, ja, Frau Marchand, Sie hatten einen Schlaganfall. Und dann, also ist irgendwie, also Ende einfach, ne? Dann habe ich total angefangen zu heulen natürlich. Da legt man erstmal nichts im ersten Moment. Also, da denkt man nicht an morgen. Ich habe nur noch daran gedacht, auf der Arbeit anzurufen, weil ich nicht arbeiten konnte. Ich habe gesagt, ich komme heute nicht. Ich dachte, ja, nächste Woche bin ich wieder da. Man denkt da nicht irgendwie, dass das so unheilbar ist, irgendwie. Also, dass man da bleibende Schäden von trägt. Genau, also was jetzt auf jeden Fall halt geblieben ist, ist meine Sehstörung. Also ich habe eine Sichtfeldeinschränkung. Ich sehe halt ein Drittel im Sichtfeld nicht. Wenn ich Sport mache, merke ich das vor allem, dass ich halt einfach mit der linken Seite schwächer bin. Also ich kann dann irgendwann, beim Rudern ist es halt so, das Gull nicht mehr festhalten, auch nicht mehr richtig drehen. Also ich muss mich da richtig drauf konzentrieren. Genau dazu kommen halt diese ganzen kognitiven Sachen. Also ich bin super stressinresistent. Das ist auch so, ich sehe dann Sachen und verstehe überhaupt nicht, was ich da gesehen habe. Also ich schicke manchmal Briefe los, da steht keine Postleitzahl drauf und ich sehe das einfach nicht. Ja, und das wird halt leider einfach immer so bleiben. Also da muss man einfach arbeiten, da muss man durch, aber viel besser wird es nicht mehr werden. Ja, die Reha war eigentlich total schlimm, fand ich, weil ich einfach viel zu jung war für dieses Konzept Reha nach Schlaganfall. Ich habe mich eigentlich nie so Teil dieser Gruppe gefühlt, weil die einfach mehr als doppelt so alt waren wie ich. Aber als ich dann angefangen habe, Rummikub zu spielen gegen die Omas und da verloren habe, da dachte ich, okay, also irgendwas ist halt echt schon kaputt gegangen bei mir. Ich habe dann nach dem Schlaganfall im Endeffekt 8-9 Monate gar nicht gearbeitet. Ich habe nur zu Hause gehangen und habe einen Monat Reha gehabt, was jetzt zeitlich auch natürlich nicht viel ist, aber für mich hat das vollkommen ausgereicht, weil das irgendwie gar keinen Spaß gemacht hat. Ja, und irgendwann nach 8 Monaten denkst du halt echt so, ja, was mache ich heute? Dann halt wieder mehr Sport gemacht, irgendwie so ein bisschen Tagesstruktur einfach zu haben. Und dann sind wir irgendwie mit meinen Eltern zu meinem Bruder mal gefahren in die Schweiz. Das sind ja auch irgendwie so 7 Stunden Autofahrt. Und da kam dann so ein Bericht über die Paralympics. Das waren die Winterspiele. Menschen wie du und ich. Und doch einzigartig. Denn sie gehören zur Weltspitze und starten bei den Paralympics für Deutschland. Ich habe mal gegoogelt, ob meine Einschränkungen ausreichen würden, dass ich auch wieder mit Rudern anfangen kann. Weil ich habe echt seit 2016, glaube ich, 2-mal im Boot gesessen gefühlt. Also ich hatte komplett aufgehört. Ja, und ich bin da halt dann eher so, dass ich, wenn ich mir eine Idee in den Kopf gesetzt habe, dann
mache ich das auch sofort. Ich hatte dann auch wieder angefangen zu rudern, also schon mal wieder trainiert, weil im August dann auch direkt die Europameisterschaft war. Also es war klar, wenn ich klassifiziert werde, dann gehen die Wettkämpfe direkt los. Und bei mir war es halt dann zum Glück das Go. Ich bin da auch also relativ sicher durchgekommen. Das war keine knappe Sache, was ich eigentlich gedacht hätte. Aber genau, es war dann klar, dass ich auf jeden Fall am Pararudern teilnehmen darf. Das war Mittwoch und die EM war dann auch direkt Freitag, Samstag, Sonntag. Dann war klar, dass die eine Ruderin Corona hat und nicht starten wird. Die Ersatzfrau ist dann den Vorlauf mitgefahren. Die hatte dann eine Blasenentzündung und konnte dann eben auch nicht mehr rudern. Und dann bin ich am Freitag nach der Arbeit wieder nach München gefahren und am Samstag sind wir das Finale gefahren. Das war dann mein erstes Rennen seit 2016. Ich bin da einfach, also ich dachte mal gucken, also ich bin froh, wenn ich da irgendwie ins Ziel komme und den Riemen nicht loslasse. Ja, wir haben dann Bronze geholt. Vor dem Finale war ich schon aufgeregt. Ich wusste auch gar nicht, wie wird das Rennen werden, also wie wird sich das anfühlen vor allem. Weil ich dachte ja immer, ich setze mich ins Boot und dann ist irgendwie alles so wie früher, so wie ich dachte, ich konzentriere mich mal eine Stunde, das ist kein Problem. Aber ja, im Endeffekt war es echt ein super geiles Rennen und mir war auch direkt klar, also das hat echt Spaß gemacht. Bronze, mega geil, einfach so reinsetzen und Bronze holen, das war schon ein mega Erfolg. Ich habe ganz klar gesagt, ich mache das nur, wenn die Chance besteht, dass wir uns qualifizieren, weil ich einfach zu den Paralympics mal fahren will. Das fand ich irgendwie ganz cool. So zweimal Olympia, einmal Paralympischen Spiele. Kann, glaube ich, nicht jeder von sich behaupten. Jetzt bin ich auf dem Weg, hoffentlich, zur Qualifizierung für Paris. Und das mache ich mit meinem Trainer Ralf, der mich auch früher schon jahrelang betreut hat. Das ist ganz interessant, dass irgendwie alle anderen immer denken, es muss einem jetzt schlecht gehen, wenn man einen Schlaganfall hatte. Aber das ist definitiv nicht so. Also klar habe ich auch Momente, wo ich echt traurig bin oder wo ich denke, boah, wäre irgendwie ganz cool, wenn ich nicht so eingeschränkt wäre und wenn ich Sachen wieder könnte, die ich halt nicht kann, wie zum Beispiel Autofahren, werde ich nie mehr in meinem Leben dürfen. Auf der anderen Seite hat mir das halt auch viel Chancen und Möglichkeiten gegeben. Also diese Balance zwischen Arbeiten und Rudern und Ruhezeiten und Freunde oder halt soziales Leben. Das funktioniert gerade echt gut, aber ich merke auch, das ist schon eine Doppelbelastung und man muss immer alles gleich irgendwie balancieren, dass man halt die Arbeitszeiten irgendwie so legt, dass es mit den Wettkämpfen passt. Mein kompletter Urlaub geht dieses Jahr für Rudern drauf, was nicht schlimm ist, aber das soll nicht immer so bleiben. Und ich denke, dass ich nach Paris auch wieder aufhören werde. Ja, mal gucken. Also erstmal qualifizieren, dann hinfahren und
dann nochmal neu die Ziele setzen. Aber Medaille wäre schon ganz cool.